Vielen Dank, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, wir schließen uns natürlich den Worten des Kollegen Holsten ausdrücklich an und danken allen Beamten des Landes Niedersachsen für ihre tapferen und treuen Dienste für unser Land, ganz besonders natürlich den Finanzbeamten. Das kann man im Übrigen gar nicht häufig genug betonen, weil Sie als Finanzbeamter ja ansonsten so beliebt sind wie eine Wurzelbehandlung. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Im Rahmen der Beratung wurde immer wieder die Frage nach der Attraktivität des öffentlichen Dienstes gestellt. Und das ist ja hier auch gerade ganz besonders vor Ihnen, Frau Piel, noch mal angesprochen worden. Wir haben uns mal der Frage genähert, ob mehr Geld eigentlich auch dazu führt, dass mehr Attraktivität herrscht. Kurzum, gewinnen wir junge Leute dadurch, dass wir immer noch eine Schippe Geld drauflegen? Aus unserer Sicht ist das zu einfach gedacht, weil eben der öffentliche Dienst, die Beamtenschaft, zu heterogen ist. Also es gibt Lehrer, für die gelten sicherlich ganz andere Vorbedingungen als für Finanzbeamte, Verwaltungsbeamte oder Polizisten. Von daher würden wir uns wünschen, dass wir im Rahmen der Beratung das auch differenzierter sehen und nicht einfach sagen, für die Beamten muss jetzt dieses oder jenes getan werden. Wir haben mal geschaut, ob das eigentlich stimmt, also ob das eigentlich tatsächlich so ist, dass der öffentliche Dienst unattraktiver wird. Wir haben ja dazu verschiedene Anfragen gestellt, eine ist im Moment noch nicht beantwortet, aber wir haben auch vor allem im Rahmen der Haushaltsberatung schon einiges erfahren, denn, und das gebe ich ganz offen zu, auch meine Erwartung war zum Beispiel, als die unfassbare Zahl von Polizisten mehr eingestellt wurde, da habe ich gedacht, das finden die gar nicht, das Personal. Bin davon ausgegangen, dass so viele geeignete Bewerber gar nicht am Markt sind, muss aber einsehen, und das muss man einfach zur Kenntnis nehmen, dass diese Theorie, meine eigene Theorie, nicht richtig war. Denn es gab ausreichend Bewerber und die waren auch ausreichend qualifiziert. Und dass das so ist, zeigt die Antwort der Landesregierung auf eine meiner Anfragen 18-20-30, wo man nämlich die Besteherzahlen der Prüfung für den ehemaligen gehobenen Dienst aus Polizei und Finanzverwaltung sieht. Da sieht man, dass das bei der Polizei im Grunde genommen in den Jahren, 19 habe ich noch nicht abgefragt, weil die Prüfung noch nicht gelaufen, nicht wesentlich schlechter geworden ist. In der Finanzverwaltung sieht das ein bisschen anders aus, aber auch jetzt keine dramatische Entwicklung. Von daher muss man einfach zur Kenntnis nehmen, es scheint ausreichend Bewerber zu geben und die scheinen auch ausreichend qualifiziert zu sein. Wenn wir in den öffentlichen Dienst schauen, sehen wir das nicht so, dass es mit Geld getan ist. Also wir könnten uns zum Beispiel vorstellen, im Rahmen einer Offensive für den öffentlichen Dienst mal zu überdenken, ob der Ausbildungsgang für die Finanzverwaltung denn noch zeitgemäß ist, indem die am Ende Diplom Finanzwirt Steuerakademie sind. Oder ob das nicht ein Ansatz wäre, das wäre auf Bundesebene voranzutreiben, da mal ein Bachelorstudium draus zu machen. Und für die Polizei ist natürlich eins völlig klar. Junge Leute zieht man sicherlich auch mit vernünftiger Besoldung, aber auch damit, dass die funktionierende Helme, Schlagstöcke und so weiter haben. Also ich glaube, nichts schreckt mehr ab, als die Aussicht, seinen Beruf in einem desolaten Tätigkeitsfeld vollbringen zu können. Und das ist aus unserer Sicht ein weit wichtigerer Ansatz, denn diese Idee des Beamten früher, ja, sicherer Job, das ist, glaube ich, hinfällig. Die jungen Leute von heute, das gilt auf jeden Fall für den Nachwuchs, die haben ganz andere Interessen, ganz andere Vorstellungen vom Leben. Die gehen im Übrigen auch nicht davon aus, dass die ihr ganzes Leben in der Verwaltung verbringen. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege Lilienthal. Und liegt noch eine